Die Einleitung zum Top 3, die möchte ich ganz gerne machen, weil ich mit der Firma Total Materia in letzter Zeit Kontakt hatte. Die Ursache war, das kennen ja wohl die meisten, unsere Bestrebungen als Firma Rafi, eben neben diesen Datenbanken, die wir schon nutzen, wie die Silicon Expert oder IHS oder Acuris, wie sie jetzt heißen, eben auch andere Materialien, eventuell ähnliche Datenbanken zu finden, die in diese Richtung operieren. Und dann haben wir mit der Firma Total Materia Kontakt gehabt, haben mit denen auch ein Gespräch geführt. Und da möchte ich ganz herzlich den Daniel Trost begrüßen, hier von der Firma Total Materia mit dem Vortrag Greenline und Compliance. Der Herr Trost ist als Business Development Verantwortlicher für das Unternehmen Total Materia tätig. Ich habe mir das hier notiert, weil es doch recht umfangreich ist. Er ist auch Leiter des Arbeitskreises Werkstofftechnik beim VDI-Bezirksverein München, Ober- und Niederbayern. Wow, lange Bezeichnung. Dann freiberuflich beschäftigt bei der Schweizerischen Normenvereinigung als Dozent und eigenständig tätig in der internationalen Werkstofflandschaft für das Unternehmen IBDT, also dem Ingenieurbüro Daniel Trost. Und jetzt freue ich mich auf den Vortrag, dass wir einfach mal sehen können, ob es auch für andere Materialien eine gute Datenbank gibt, die uns da unterstützen kann in unserem Unternehmen Obsoleszenzmanagement. Herr Trost, Ihre Bühne. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das Mikrofon geht. Ja. Hört sich gut an. Ja, vielen Dank für die Vorstellung auf jeden Fall schon mal. Ja, zu mir denke ich, brauche ich nicht mehr viel sagen. Sie haben alles gesagt, zumindest die wichtigen Stichpunkte. Alles andere vielleicht später beim Mittagessen. Ja, vielleicht ganz kurz zu dem Thema zusammenfassen nochmal von unserer Seite. Was machen wir so? Wir haben im Endeffekt mehr. Also jetzt einmal die Thematik Total Materia. Wir haben mehrere Dinge, die wir anbieten. Im Endeffekt dreht sich alles bei uns mehr oder weniger um die Werkstoffdaten. Ging eigentlich mal los mit dem Ganzen, was hier unter Horizon abgebildet ist. Das ist eine Referenzdatenbank für Werkstoffeigenschaften. Sprich, was finde ich da drin? Da geht es vorwiegend natürlich um chemische Zusammensetzung, was dann eben später auch die Überleitung zu dem ganzen Compliance-Thematik, Lifecycle Assessment bieten kann. Aber natürlich auch mechanische Eigenschaften, physikalische Eigenschaften. Im Endeffekt alles, was jemand braucht, der mit Werkstoffen zu tun hat, geht dann eben auch weiter aus Daten, die eben nicht aus dem Standard kommen, gerade bei metallischen Werkstoffen. Spannungsdehnungsdiagramme, Ermüdungsdaten, Kriechfestigkeiten, Daten zur Korrosion, Daten zur Beschichtung, also wirklich alles, was irgendwo, sag ich mal, im Leben von einem Werkstoff auf ihn zukommen kann. Das ist so der eine große Punkt. Das Ganze machen wir seit über 20 Jahren, ist somit auch ohne, sag ich mal, ohne sich weiter aus dem Fenster lehnen zu müssen, die umfangreichste Werkstoffdatenbank der Welt. Haben im Moment ca. 700.000 Werkstoffe dort abgebildet, über 30 Millionen Datenpunkte, also schon eine relativ umfangreiche Geschichte. Das zweite große Thema, was wir anbieten, da gehe ich später auch verstärkt mit drauf ein, ist diese Integratorgeschichte. Da geht es eben darum, dass die Unternehmen auch die Möglichkeit bekommen, unsere Taxonomie, unsere Strukturen zu nutzen, um eben eine werkstoffeigene Datenbank aufzusetzen. Das heißt, können eigene Testdaten mit integriert werden. Es können vor allem, was eben auch, denke ich, interessante Schnittstellen zu anderen Systemen geschaffen werden, sprich über API oder eben auch über, wenn es am Anfang sehr, sag ich mal, banal gehalten werden soll, über Bulk-Export. Das heißt, ich lade eigene Testdaten hoch, wenn ich zum Beispiel, ja, eigene Eigenschaften definieren möchte, weil ich den Werkstoff ja anders verwende, als den der Großteil des Marktes verwendet. Oder eben aber auch, weil ich vielleicht andere Temperaturbereiche habe, weil mich generell andere Zustände des Werkstoffes beschäftigen in meinem, sag ich mal, Business-Umfeld, habe ich die Möglichkeit, hier eben diese Datenbank auch so zu nutzen. Hier ist es so, vielleicht auch gleich vorneweg, das ist im Normalfall tatsächlich unternehmensintern. Sprich, das ist auch nicht der Datenstamm, den wir dann generieren und weitergeben. Das bleibt natürlich alles in der Hand des Unternehmens. Proprietary in dem Fall ist so das zweite große Teil. Was eben noch heute Thema sein wird, ist diese Greenline-Geschichte ganz unten. Da geht es tatsächlich eben, ich denke, das ist heute auch Thema bei vielen, beschäftigt viele Leute. Genau, und das ist eben das Thema, was eben, denke ich, viele Leute beschäftigt. Auch hier heute ist diese ganze Thematik Material Compliance und eben auch Lifecycle Assessment von Werkstoffen. Wie gesagt, wir bleiben da im Normalfall immer verstärkt auf der Werkstoffebene. Das ist so, ja, sag ich mal, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist, da kommen wir her, da kennen wir uns aus. Das heißt, wir sind da nicht spezifisch auf Bauteile, sag ich mal, haben wir den Fokus gelegt, sondern tatsächlich auf die Ebene der Werkstoffe. Immer so, sag ich mal, ein bisschen die Basics von dem Ganzen. Hier nochmal im Endeffekt sehr, sehr viel Text dazu. Natürlich wird die Präsentation danach auch geteilt. Ich gehe jetzt da nicht jeden Text nochmal einzeln zu. Ich denke immer interessanter, wenn ich nicht eins zu eins das abspreche, was da an der Folie steht. Genau, ich würde gerne anfangen mit der ganzen Thematik Greenline. Eben gesagt, um was geht es? Werkstoffnachhaltigkeit, aber eben auch um das Thema, das Thema Material Compliance eben auch mit in den Vordergrund zu nehmen.
Einfach nur mal, warum ist Compliance so wichtig? Ich denke, das ist auch was, wo man relativ schnell drüber gehen kann. Ich denke, das ist den meisten hier im Raum, auch online vor dem Bildschirm bewusst. Kann natürlich sehr, sehr viel Kosten verursachen, wenn ich da eben nicht konform bin, wenn ich eben die Konformität von Werkstoffen nicht beachte. Bei uns in dem Fall, sei es nach REACH-ROS oder eben den hunderten anderen Regularien, die es international gibt. Ich sage mal, umso internationaler ein Unternehmen tätig ist, umso mehr Märkte man bedient, umso komplexer ist natürlich auch die Landschaft der Regularien oder Regulationen, die ich beachten muss. Das sind einfach nur mal ein paar Fakten, die da so gesammelt wurden, einfach mal, um sich da so ein Bild zu machen, wie teuer das Ganze ist. Ich denke, da braucht man jetzt auch nicht jede Zahl einzeln durchgehen, aber einfach mal zu sehen, Kosten für diese Fehler können im konkreten Fall noch deutlich höher werden. Einfach mal hier noch so ein paar Beispiele. Hier geht es nicht rein nur Material Compliance, sondern generell eben auch andere Geschichten, wo ich sage, ich habe irgendwie, Verschmutzungsgeschichten, Asbest, Abwägung von, sag ich mal, fragwürdigen Geschäftsmethoden kann man ja auch immer unter Compliance zusammenfassen. Das sind eben Dinge, die sehr, sehr, sehr teuer sind, wo eben die Bußgelder allein hier, sag ich mal, alles im Milliardenbereich. Sowas gilt es natürlich im Normalfall zu vermeiden. Nicht nur aufgrund der Kosten, natürlich auch, sag ich mal, aus persönlichen Gründen sollte das Ganze eben eigentlich selbstverständlich sein, dass man hier auf einem sauberen Weg bleiben sollte. Genauso natürlich dann auch, wenn es um die Material Compliance geht. Jetzt einfach nochmal so ein Beispiel von Sony, war 2001, ist natürlich schon eine Zeit lang her, aber ist ein sehr, sehr prominentes Beispiel, ist eben halt auch, sage ich mal, hier vielleicht in der Elektroindustrie ein interessanter Fall. Da ging es einfach darum, dass in den Kabeln zu viel Cadmium enthalten war. Das war mehr als erlaubt, das war nach der Richtlinie eigentlich so nicht korrekt. Sieht man nochmal, was an Verkäufen verloren wurde und dann vor allem halt auch nochmal die Nacharbeit, 540 Millionen US-Dollar, ging es eben tatsächlich rein um den niederländischen Markt. Ja, sowas ist erstens natürlich teuer, zweitens natürlich der große Punkt, auch Image wird beschädigt. Märkte können im Worst Case die Märkte verloren werden, dass man eben keinen Zugang mehr zu dem Markt hat, sollte man natürlich in diesem Fall nicht so abhandeln, wie es da eben gelaufen ist. Im Endeffekt liegt die Compliance-Verantwortung immer im Unternehmen selber. Das Ganze, denke ich, auch muss nicht so stark betont werden. Die meisten wissen schon, dass das Unternehmen selber so abliefern muss. Hier noch einfach nur ein kurzes Beispiel dazu. Wie schaut die Wertschöpfungskette in der Elektroindustrie aus? Die ist natürlich sehr, sehr komplex. Im Endeffekt muss ich natürlich als Unternehmen selber schauen, dass ich diese Compliance-Vorgaben erfülle. Wie mache ich das am besten? Ich brauche natürlich ein durchgängiges Datenmanagement. Wir bieten in dem Fall, wie man später auch sieht, ich habe einige Videos auch zusammengestellt, dann eben auch Tools an, wo ich zumindest auf Ebene der Materiallisten automatisiert durchlaufen lassen kann und sagen und überprüfen kann, ist das Ganze eben REACH-konform, ist es ROS-konform. Wann ändert sich zum Beispiel was in der Richtlinie? Das ist auch so ein Thema, was sehr, sehr, ja, sag ich mal, ein abendfüllender Aufgabenbereich sein kann, wenn ich international das Compliance-Management für ein Unternehmen mache. Einfach zu schauen, dass ich eben nach allen Regularien, wie auch immer auf dem aktuellen Stand bin, dass ich nach dem aktuellen Stand das Ganze bewerte. Genau, wie. Das, denke ich, ist im Endeffekt dasselbe nochmal zusammengefasst, was in der letzten Folie war. Hier geht es einmal darum, na klar, ich brauche die Sicherstellung, dass ich nach diesen globalen Richtlinien konform bin. Zweite Thema ist auch, wenn man das Ganze jetzt verknüpft mit dem Lifecycle Assessment, so wie gesagt, wir gehen das Ganze so an, dass in diesem neuen Tool Material Compliance und die Nachhaltigkeitsbewertung auf einer Ebene praktisch stattfindet. Auch ein bisschen Verständnis dafür bekommen, wie teuer ist denn das Ganze? Im Endeffekt sollte das Ganze als Kennzahl irgendwann abgebildet werden. Wie teuer kommt mich denn das, wenn ich sage, ich möchte ein grüneres Material verwenden? Ich schaue, dass ich den CO2-Fußabdruck zumindest bei der Beschaffung von meinen Werkstoffen nach unten kriege. Was kostet mich denn dieser Substitutionswerkstoff? Wie teuer ist das Ganze? Wie leicht ist er denn generell zu beschaffen? Ist die Performance dann noch dieselbe oder muss ich das Bauteil umkonstruieren, weil der Werkstoff eben nicht das erfüllt, was der Ursprungswerkstoff erfüllt hat? Ja, wie können wir dabei helfen oder wie kann das Tool, wie helfen wir dabei oder wie versuchen wir das Ganze den Unternehmen praktisch mit an die Hand zu geben? Das eine ist natürlich erstmal, dass das Ganze sehr, sehr frühzeitig validiert werden sollte. Jetzt einfach mal sagen, in der Entwicklung, in der Produktentwicklung oder beim Konstrukteur, wenn der anfängt oder diejenige anfängt, das Ganze auszulegen und dann eben erst am Schluss die Compliance-Bewertung kommt, ist es natürlich relativ schlecht, wenn das am Ende des Prozesses geschalten wird, weil dann gehe ich den ganzen Weg zurück und im Worst Case fange ich einfach nochmal von vorne an. Deswegen so ein bisschen die Herangehensweise eben auch mit dieser Integrationsgeschichte. Ich habe eine Werkstoffdatenbank, wo ich eben freigebe, welche Werkstoffe kann ich verwenden. Vielleicht auch marktabhängig, ne, dass ich sage, okay, das sind die Werkstoffe, die stehen meinem Konstrukteur für den ostasiatischen Markt zur Verfügung. Die kann er verwenden. Da weiß er ganz genau, das hat der Compliance-Experte schon gecheckt. Der hat ein grünes Licht, den kann er verwenden, da kriegt er keine Probleme. Das sollte so alles vorangestellt werden. Im nächsten Schritt natürlich auch diese Lifecycle-Geschichte, wenn ich sage, ich möchte grüner werden, ich möchte meinen CO2-Fußabdruck, das ist immer so, sag ich mal, wenn man über Nachhaltigkeit redet,
das Thema, was am lautesten geschrien wird, gibt natürlich auch viele andere Indikatoren, die wir mit einbeziehen. Wir arbeiten da mit Equinvent zusammen. Das ist auch ein Schweizer Unternehmen, die haben ja, da sehr, sehr großen Vorsprung gehabt, einfach an der Datenmenge, die sie schon gesammelt haben, wenn es eben um Daten geht, ja, Umwelteinflüsse, Indikatoren von Werkstoffen. Auch das sollte natürlich möglichst an Anfang gestellt werden, weil umso später im Prozess oder später im, sag ich mal, Lebenszyklus eines Werkstoffs ich den austauschen möchte, umso komplizierter und teurer wird das Ganze natürlich. Genau. Ganz natürlich noch wichtig, dass ich das Ganze eben auch als Statusbericht voraus ja, ablegen kann, dass ich berichten kann, dass ich eben Alternativen finden kann, da eben halt auch wieder die Brücke zurück zu dem, wo wir eigentlich ursprünglich herkommen, die Thematik Werkstoffdaten, Werkstoffdatenbank. Ich habe eben immer dann die Möglichkeit, auch einen Werkstoff zu finden, der, sei es nachhaltiger oder im ersten Schritt schon mal einfach ja, konform ist nach den jeweiligen Regularien, wo ich ihn auf den Markt bringen möchte. Und mal nur so kurz zusammengefasst, wie wird es abgebildet in diesem Tool? Ich habe verschiedene Tools, verschiedene Bereiche in dieser Datenbank, wo ich eben nicht nur reine Daten habe, sondern eben auch Möglichkeiten habe, mit diesen Daten zu arbeiten. Also Funktionalitäten nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, Stücklisten hochzuladen, die Stücklisten dann automatisiert bewerten zu lassen. Sehe dann relativ schnell, okay, in diesem Teil der Stückliste habe ich ein Problem. Laut REACH, laut ROS, ganz egal, welche Richtlinien bedecken im Moment ca. 300 Richtlinien ab, international. Eben genauso wie die Landschaft der Werkstoffe bei uns. Wir haben da nicht angefangen irgendwie mit deutschen, europäischen Werkstoffen, sondern das Ganze von Anfang an eben international aufgestellt. Dann bekommen dann halt sofort angezeigt, okay, da hast du ein Problem, da solltest du vielleicht dich mal, ja, oder musst du schauen, dass du eine Alternative findest. Hab dann im Idealfall gleich den Schritt in die Datenbank, um zu sagen, na okay, zeig mir doch mal dann einen Werkstoff, der ähnliche mechanische Eigenschaften hat oder dieselbe Performance liefert, aber eben konform nach folgender Richtlinie ist. Das ist so dieser eine Teil. Das Ganze ist natürlich auch möglich rein mit Werkstofflisten, sprich ich muss keine Stückliste hochladen, ich kann mir auch selber Werkstofflisten zusammenstellen aus einem Projekt, aus einer Abteilung, aus einem Standort und die eben anhand ihrer Compliance bewerten und eben genauso über Lifecycle Assessment, über dieses Lifecycle Assessment Tool. Finde dann eben auch Abweichungen, kann das Ganze eben wieder exportieren, sei es in SAP, Creo oder eben auch ganz banal in Excel, was halt immer noch stellenweise relativ populär ist, in vielen Unternehmen zumindest. Kann es aber eben auch generell in der Datenbank so abspeichern und kann eben Berichte erstellen, Stücklisten dann eben bereinigen, ändern, eben im Tool speichern oder eben auch wieder exportieren und sagen, okay, ich habe jetzt die Stückliste auf den neuesten Stand gebracht, da und da wurde eben Werkstoff substituiert, weil nicht konform. Und nochmal so relativ schön zusammengefasst, wie schaut das Ganze bei uns aus, was ist so ein großer Vorteil, was heißt ein Vorteil, kostet uns sehr, sehr viel Arbeit, Zeit und Nerven, sage ich mal, ist das Ganze hier unter engagiertes Compliance-Team zusammengefasst. Wir müssen natürlich schauen, dass diese ganzen Richtlinien und Regularien tagesaktuell sind. Ne? Da ändert sich ja doch regelmäßig was. Ausnahmen laufen ab, neue Ausnahmen werden hinzugefügt. Wenn man das ein, zwei Richtlinien hat, ist das Ganze, sage ich mal, noch überschaubar. Aber wie gesagt, wir decken ca. 300 Richtlinien ab und das international. Das heißt, allein das ist schon ja, eine relativ komplexe Arbeit, dass man das Ganze immer auf dem aktuellen Stand hält. Hier sieht man einfach nur mal so, wie das Ganze bei uns aus. Ich denke, da kann man auch relativ schnell drüber gehen, einfach nur zu sagen, okay, hier, wir haben hier einen Prozess, wo wir eben sagen, wir checken die Informationen, wir erfassen die Änderungen, wir daten das Ganze ab, wenn sich zum Beispiel in der Substanzliste was geändert hat, identifizieren dann eben über unser Tool auch die Materialien, wo diese Substanzen zum Beispiel enthalten sind, wird das Ganze eben wieder mit reingenommen, eben auch dann über eine Art Tracker-Funktion dem Kunden oder dem User mitgegeben. Du schaust an deiner Werkstoffliste, dass du ein Assessment gemacht hast, hat sich etwas geändert und dann wird das Ganze eben abgedatet. Hier wäre es auch einfach nur mal kurz ein kleines Video, dass man sich vorstellen kann, wie bilden wir das Ganze ab, wie schaut das Interface aus, wie schaut sowas bei uns in der Datenbank aus. Ich hoffe, er spielt es auch so ab, wie ich mir das vorstelle. Vom Vorgänger habe ich gelernt, hier ist der Empfänger, vielleicht geht es dann da besser. Schaut so aus, als würde es nicht laufen. Ah, doch, doch, doch. Wunderbar, genau. Also im Endeffekt wäre das jetzt einfach mal ein Beispiel, wo man sieht, dass man sagt, okay, das sind eben jetzt einfach mal hier vier Werkstoffe, wo ich sage, die möchte ich eben jetzt bewerten anhand einer Richtlinie und sehe dann eben ganz schön hier unten schon mal, okay, na, hier ist eben Blei enthalten. Blei ist immer so der Klassiker, den mag keiner mehr so gern, ist eben hier unten dann vermerkt, kann dann aber eben auch noch gleichzeitig sagen, okay, gibt es eben Ausnahmen, gibt ja immer noch gewisse Ausnahmen, Blei in Lampen zum Beispiel, Geräte für militärische Verwendung, je nachdem. Habe dann eben hier eine Bewertung. Hier oben habe ich dann in dem Fall einen blauen Haken. Da heißt es einfach so, da ist Chrom enthalten. In dem Fall, das kann sein, wenn da eine Wärmebehandlung stattfindet, entsteht sechswertiges Chrom. Das könnte dann eben doch noch ein Problem machen. Könnte man eben auch hier die Ausnahmen betrachten. Im Endeffekt auch wieder international das Ganze.
Wie gesagt, es ist so bei uns in allen Funktionalitäten und allen Modulen der Datenbank gehen wir immer, sag ich mal, einen internationalen Weg. Sprich von Anfang an nicht irgendwo Fokus auf europäische Werkstoffe oder US-amerikanische Werkstoffe, sondern von Anfang an eben genauso wie bei den Substanzen. Habe eben auch die Möglichkeit, mehr Informationen zu verschiedenen Regularien anschauen zu können, betrachten zu können. Hier ist es, der große Unterschied immer zwischen metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen ist, dass ja eben bei vielen nichtmetallischen Werkstoffen die chemische Zusammensetzung nicht zu 100%ig veröffentlicht wird vom Hersteller. Das ist so mal so ein bisschen Problem. Da arbeiten wir natürlich auch mit Zertifikaten von den Herstellern. Wir haben natürlich Kontakte zu denen, da wir die meisten Hersteller zumindest es gut finden, wenn die Informationen zu ihren Produkten bei uns relativ vollständig vermerkt sind, weil das natürlich ja auch immer eine Art Kaufargument ist, ne? Wenn der Kunde bei uns reinschaut und sagt, okay, zu dem Werkstoff von SBSF oder Bayer finde ich relativ viele Informationen auf dem ersten Schritt. Bei dem anderen muss ich selber nachhaken, nehme ich doch den, wo ich schon relativ weiß, viel weiß darüber. Genau, da habe ich eigentlich vorhin schon relativ viel dazu gesagt. Das ist im Endeffekt, wie funktioniert diese Stücklistenbewertung bei uns? Ja, wir importieren natürlich eine Stückliste erstmal in dieses Bewertungstool, kann das Ganze dann eben verwalten. Wichtig ist natürlich, dass das Tool erkennt, was für ein Werkstoff ist das Ganze. Das heißt, wenn der Werkstoff nach Standardbezeichnung angegeben ist, haben wir im Normalfall kein Problem damit. Wenn er irgendwo noch, wie bei vielen Unternehmen, so irgendwie mit Edelstahl XY angegeben ist, weil das halt vor 70 Jahren so State of the Art war, haben wir in dem Fall ein Problem. Da habe ich halt die Möglichkeit, das Ganze manuell aufzubereiten. Ist oft eben auch so ein weiterer Anreiz für die Unternehmen, sag ich mal, so ihre Werkstoffdaten ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Schadet im Normalfall auch nicht, kostet natürlich viel Arbeit. Deswegen so ein Thema, was oft ein bisschen auf die lange Bank geschoben wird. Aber ich kann es nur empfehlen, dass das im Nachgang dann doch deutlich allen Beteiligten das Arbeiten und Leben deutlich einfacher macht. Ja, wenn ich es dann korrigiert habe, das Ganze, habe ich eben die Möglichkeit, das relativ einfach zu bewerten. Habe eine Mehrfachbewertung, kann 5 verschiedene Regularien auf einmal nehmen und hau die Stückliste durch, jetzt mal salopp gesagt. Und dann, bekomme ich das Ergebnis, kann eben noch Ausnahmen bewerten, könnte eben auch zum Beispiel eigene Zertifikate noch hochladen, wenn ich sage, okay, da hat die Datenbank gesagt, ich habe nichts dazu zu diesem Polymer zum Beispiel, aber ich sage, ich habe von meinem Lieferanten ein Zertifikat, sage, okay, hau das da rein, habe kein Problem, kann weitermachen. Kann das Ganze natürlich automatisieren, anpassen über API, kann das in richtigen Import- und Exportformaten dann eben auch rausziehen, sei es PTC Clio zum Beispiel, 3DS SAP, also nur um die Prominenten einfach mal zu nennen, und könnte aber über eine API-Bibliothek das Ganze auch wirklich selber weiterentwickeln und ja, je nachdem, wie es halt bei mir im Unternehmen im Prozess am besten eingebunden wird. Ich auch einfach nochmal ein kurzes Beispiel als Video, dass wir einfach auch da nochmal ein Bild haben, wie schaut das Ganze aus. Ich hoffe, er startet auch. Genau, im Endeffekt, wir sehen schon, in der Plattform ist das Ganze überall ziemlich dasselbe. Würde in dem Fall auch, wenn es um eigene Werkstoffintegration geht, so aussehen. Ja, hier sieht es einfach mal so. Hier ist es eine Stückliste. Im Klassiker haben wir natürlich Excel genommen. Es gibt gewisse Pflichtfelder, die natürlich Bedingungen sind, dass es eben unser System bzw. unser Tool erkennt. Das heißt zum Beispiel einmal die Werkstoffbezeichnung, dann die Bauteilnummer. Sind so die, hier sieht man es nochmal schön zusammengefasst. Was sind denn die obsoleten Felder? Es gibt aber eben natürlich noch weitere andere, die man selber definieren könnte. Ist aber, wie gesagt, kein Muss. Könnt ihr auch hier oben, wie man sieht, ein Template runterladen. Hier einfach so eine Fehlermeldung, dass er sagt, okay, ich habe eben das Material nicht erkannt. Das war im Endeffekt das Beispiel, was ich vorhin kurz angesprochen habe, weil eben entweder es nicht genau definiert ist oder die Bezeichnung nicht nach Standard vorkommt. Wählt es im Endeffekt der User so aus, bekommt das Ganze so rein. Keine Fehler, keine Warnung, keine roten Lichter, ist immer gut. Wählt im Endeffekt jetzt hier aus, der User, was interessiert ihn, welche Richtlinien interessieren ihn denn. Sieht man jetzt einfach zum Beispiel mal hier, Reach Ross, California Proposition 65, das sind so, sage ich mal, relativ gängige, haben wir hier als Beispiel genommen. Hier könnte ich jetzt dann auch für Ross dann noch zum Beispiel generelle Ausnahmen nehmen, gibt es verschiedene, eben halt auch mit Gültigkeit. Und bringe eben so in dem Fall meine Stückliste auf den Stand, ist es hier eben konform oder eben nicht. Könnte das Ganze natürlich dann wieder im jeweiligen Format exportieren. Kommt das Ganze noch angezeigt, eben mit kumulativem Status und eben auch Einzelstatus. Also ich sage, okay, nach dem und der und der Richtlinie ist es compliant, nach dieser Richtlinie ist es eben nicht compliant. Könnt ihr das Ganze dann eben mal auch wieder speichern, nachdem ich es eben angepasst habe und dann eben wieder in mein jeweiliges System importieren und habe dann ja, im Idealfall die Stückliste, sage ich jetzt einfach mal, bereinigt und habe eben die Compliance-Geschichten abgedeckt. So sollte es natürlich auch schauen. Das ist so der Idealfall. Alles grün ist immer relativ schön. Und
speichere das Ganze dann eben in der Datenbank, habe dann eben auch die Möglichkeit, über eine Tracker-Funktion das Ganze zu verfolgen. Das heißt, der User, der sich damit beschäftigt oder der Compliance-Experte in dem Fall, bekommt eben auch ein Update, wenn sich in der Richtlinie was ändert. Das heißt, okay, da hat sich in Reach, Ross oder California Proposition was geändert, bekomme ich eben ein Update. Du hast eine Stückliste da hinten drin liegen. Das betrifft dich jetzt, das Update. Schau doch nochmal drüber, dass du eben auch auf der sicheren Seite bist. Das war so die Thema Compliance-Geschichte. Jetzt noch ein kurzer Ausflug, bevor wir in die Integration der Daten gehen und das Zusammenstellen der eigenen Daten. Ich denke, bald geht es noch einigermaßen. Das Lifecycle Assessment Modul läuft im Endeffekt ähnlich. Ich habe eben Stücklisten, in dem Fall Werkstofflisten, wo ich reinziehe und sage, okay, ich möchte das Ganze anhand verschiedener Indikatoren bewerten. Wir kommen dann hier relativ schön auch dargestellt, die Unterschiede zusammen. Genau, das Ganze funktioniert eben mit den Daten von EcoInvent, wie Sie oben auch sehen. Da ist es so, dass das Ganze im Normalfall über einen globalen Schnitt abgedeckt wird. Wir haben jetzt aber im nächsten Update auch das Ganze noch ein bisschen detaillierter, gerade wenn es um CO2-Fußabdruck geht, wo ich eben auch verschiedene Prozesse hinten anhängen kann, wo ich Transportrouten mit reinnehmen kann, wo ich tatsächlich auch den Anteil von Rezyklaten mit reinnehmen kann, was ja doch oft einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf das Material. Wenn ich jetzt einen sehr, sehr großen, gerade bei einer Aluminiumlegierung zum Beispiel, einen sehr, sehr großen Rezyklatanteil habe, ändert sich natürlich auch der CO2-Fußabdruck von dem Material deutlich. Das ist alles, was wir eben jetzt im Nachgang noch eingebaut haben. Aber generell greift die Datenbank bei metallischen Werkstoffen eben auf die chemische Zusammensetzung zu und berechnet daraus den CO2-Fußabdruck. Bei den Polymeren ist es so, dass das Ganze auf Produktfamilien oder beziehungsweise auf Werkstofffamilien noch abrechnet, also auf Polyamiden zum Beispiel. Der große Vorteil ist, sag ich mal, wenn man das Ganze generell sieht, dass es eine gute Vergleichbarkeit gibt. Ne? Also man kann sich natürlich da sehr, sehr stark verrennen, sage ich jetzt mal auf Bayerisch. Man muss es so ein bisschen selber für sich, fürs Unternehmen halt definieren, wie genau möchte ich da reingehen, wie genau kann ich da reingehen, wie zuverlässig ist auch die Datenquelle, wie die ich anzapfen kann. Also verlasse ich mich komplett auf meine Hersteller, was mir der sagt, da geht es natürlich auch darum, da muss ich mich drauf verlassen, wie gewissenhaft der das Ganze macht. Macht es mein Aluminiumhersteller aus Norwegen genauso, wie es mein chinesischer Lieferant macht. Sag ich jetzt mal, ist wahrscheinlich in der Realität meistens doch ein grober Unterschied, wie die Auslegungssache ist. Aber wie gesagt, das ist nur von unserer Seite. Ja, und auch nochmal einfach zu sehen, wie das schaut das Ganze in der Praxis aus. Im Endeffekt habe ich hier verschiedene Werkstofflisten, die ich mir davor in meiner Datenbank zusammenziehe, habe im Idealfall eine vordefinierte Werkstoffliste zu einem Produkt, zu einer Abteilung, zu einem Standort, vielleicht auch meine eigene, die, mit der ich eben zu tun habe. Wähle dann eben hier diese verschiedenen Indikatoren aus. Es gibt hier eben auch Vorauswahlen, Reside Midpoint zum Beispiel ist sehr, sehr gängig. Klassischerweise kann ich aber auch einfach selber auswählen, dass ich sage, ich möchte den Wasserverbrauch haben, ich möchte den CO2-Fußabdruck und möchte das Ganze dann hier nach Single Scores noch für mich anpassen. Also wie gesagt, das ist sehr, sehr gut individualisierbar, das Ganze. Ich wähle dann eben hier diese verschiedenen Indikatoren aus, speichere das Ganze. Und zieht das Ganze dann eben so runter, berechnet das Ganze dann. Wie gesagt, das ist einfach nur mal ein Beispiel, dass Sie sehen, wie schön das Ganze anzupassen wäre. Das Ganze dann berechnen könnte ich eben, sehe ich hier die verschiedenen Werte für die jeweiligen Indikatoren, pin dann zum Beispiel ein Material, könnte eben dann auch noch den Zustand auswählen, ob sich da was ändert. Wenn das Ganze dann eben gepinnt ist, sehe ich eben mal auch die Abweichung. Das heißt, relativ schön auch darstellbar, berichtbar, auch exportierbar natürlich, um wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt hier zwei Werkstoffe ersetzt durch den Werkstoff, habe natürlich deutlich an CO2 eingespart, zumindest bei der Beschaffung des Materials. Kann dann eben auch, wie in der ersten Folie zu dem Thema ja schon angesagt, wirklich auch feststellen, was kostet mich denn das Ganze. Ne? Also kann ich in die Kennzahlen mit reinigen, weil ich sage, okay, ich habe jetzt einen Werkstoff, der ist zwar deutlich grüner, kostet mich aber 30% mehr. Das war also immer so das Thema generell rein Lifecycle Assessment Compliance. Jetzt einfach nochmal ein Ausflug zu den Daten, die im Hintergrund stehen. Die sind im Endeffekt immer bei uns so der Grundstock, warum wir das anbieten können, was wir anbieten. Das sind die Daten, die wir seit über 20 Jahren gesammelt haben. Vielleicht auch nochmal so zum Verständnis. Unsere Daten, wir generieren selber keine Werkstoffdaten. Wir machen auch keine Versuche oder Tests. Das hat mehrere Gründe. Ein großer Grund dafür ist sicherlich, dass wir im Endeffekt alle möglichen Werkstofffamilien abdecken, eben auch eine riesige Zahl an Werkstoffen haben. Das heißt, auch die Eigenschaften, die wir abbilden, sind sehr, sehr, sehr variabel. Das heißt, es würde in der Praxis einfach keinen Sinn machen, irgendwo anzufangen, einen Werkstofftest zu machen. Das heißt, wir sammeln Daten, wir geben deswegen natürlich auch immer die Referenz an.
Wir sehen einfach nochmal so, wie diese Module aufgebaut sind. Metallische Werkstoffe, nicht metallische Werkstoffe, eben Daten zu Spannungsdehnungsdiagrammen, Extended Range, das Ganze, Data Plus, Enviro, wie der Name schon sagt, Korrosionsdaten. Was neu hinzukommt bei uns, ich denke, das ist was ziemlich interessant für die heute anwesenden Teilnehmer hier ist, ist die ganze Thematik Ionic, also im Endeffekt elektrische und magnetische Eigenschaften. Es liegt einfach daran, dass wir natürlich verstärkt vom Markt auch mitkriegen, dass das Themen sind, die auch unsere Kunden verstärkt interessieren. Das heißt durch Elektrifizierung von Antrieben, generell auch Rückholung von Fertigung in diesem Thema, in diesem Bereich. Deswegen haben wir das Ganze natürlich mehr oder weniger verstärkt auch in den Mittelpunkt und in den Fokus unserer Neuentwicklung gesetzt. Um was geht es da, was enthalten? Ja, ihr seht Halbleiter, Batterien, elektrische Eigenschaften von den Materialien, die bereits enthalten sind und magnetische Eigenschaften von den Materialien, die bereits enthalten sind, sei es normale Stähle oder andere Werkstoffe. Ich habe da auch einfach nur relativ kurz drüber. Wie sieht das Ganze aus? Im Endeffekt wird so abgebildet, ich habe die Möglichkeit, hier verschiedene Registerkarten auszuwählen, wo welche Eigenschaften des Materials abgebildet sind. Kann das Ganze eben auch immer mehr visualisieren, kann das Ganze als Tabelle oder als Diagramm darstellen lassen. Habe eben auch die Möglichkeit, Halbleiter compliance-mäßig zu bewerten. Hoppala. habe eben auch hier die monatliche Überwachung von diesen Daten. Was das Ganze eben, sag ich mal, interessant oder attraktiv macht für den Nutzer, weil er eben selber sicher gehen kann, dass er eben den aktuellen Stand hat, wenn er so einen Halbleiter compliance-mäßig betrachtet. Und eben hier, wie man sieht, auch immer wieder international aufgestellt, das Ganze, wie bei allen anderen Dingen eben auch. Hier haben wir so ein Beispiel, Batterien kommen neu dazu, eben in dem Fall über 1000 Batterien, unterschiedliche Größen, verschiedene Anwendungen, 31 Eigenschaften, nach denen eben auch gefiltert werden kann. Eigenschaften können verglichen werden. Und eben hier auch wieder natürlich Sicherheits- und Konformitätsdaten. Ich denke, eine wichtige Geschichte auch. Genauso sieht eben auch die Suchseite aus. Wie gesagt, ich gehe da nur relativ schnell drüber. Ich weiß, das ist immer sehr, sehr, sehr trocken, wenn man eine Software gezeigt bekommt oder eine Datenbank gezeigt bekommt, wo man selber keinen Zugriff hat. Einfach nur so, dass Sie mal ein Bild dazu haben, wie schaut das Ganze in der Praxis aus. Genau, hier so im Endeffekt alle Möglichkeiten, alle Teile der Datenbank haben bei uns dasselbe Layout. Sprich, wenn man mit einem Teil gearbeitet hat oder mit einem Teil arbeitet, ist man normalerweise auch relativ schnell in einem neuen Modul drin. Das schauen wir mal drauf, so hinsichtlich Userfreundlichkeit, dass das Ganze eben aus einem Guss kommt. Genau, ich kann eben verschiedene Diagramme, zum Beispiel in dem Fall Entladungsprofile bei -20 Grad mir anzeigen lassen. Ist doch relativ schön, das Ganze auch so vergleichen zu können. Kann du was eben dann auch exportieren, in einen Bericht reinnehmen. Schöne Geschichte, sich über solche Sachen zu informieren. Konformitätsanzeigen eben hier genauso. Habe eben dann auch Hinweise dazu, nach welcher Richtlinie das Ganze ist. Habe hier oben halt auch wieder Transportrichtlinien zum Beispiel, Hazardwarnung, Inventory List, das Ganze eben auch für Batterien so dargestellt. Elektrische Eigenschaften kommen neu dazu, eben halt auch für metallische und nicht metallische Werkstoffe, je nachdem, wo wir natürlich Daten sammeln können mit Referenzen, wo wir sagen, die möchten wir so in der Datenbank abbilden, die möchten wir unseren Nutzern und Kunden zur Verfügung stellen, werden im Normalfall 48 durchsuchbare elektrische Eigenschaften dann sein und eben auch verschiedene Abhängigkeiten, sei es temperaturabhängig, sei es Abhängigkeit von der Frequenz, sowas wird eben da reingenommen. Genauso das Ganze wieder als Diagramm darstellbar, Volumenwiderstand, zum Beispiel Temperaturabhängigkeit in dem Fall. Genau, das wäre jetzt nochmal Frequenzabhängigkeit, die Elektrizitätskontanz gegen Frequenz. Auch bei magnetischen Eigenschaften ist im Endeffekt dasselbe. In dem Fall über 10.000 firmeneigene und standardisierte Materialien werden eben mit magnetischen Eigenschaften ergänzt. Ich denke, das ist für die Elektroindustrie eine interessante Geschichte, auch für unsere bestehenden Nutzer natürlich schon. Werden auch über 20 magnetische Eigenschaften sein. Und hier ist es eben genauso. Hier schauen wir eben auch, dass wir das Ganze diagrammmäßig darstellen können. Einfach mal, dass Sie einen Überblick haben, wie das Ganze bei uns dann aussieht. Sowas ist natürlich immer exportierbar, rausziehbar als PDF zum Beispiel. Einfach für Sie, dass Sie einen Eindruck haben, wie umfangreich die Datenbank ist, wie viel Daten wir anbieten, wie viel Daten eben praktisch auch als Diagramme darstellbar sind. Das ist so der große, sag ich mal, der kurz bevor es in die letzten paar Folien geht, einfach nochmal das Speichern und Wiederverwenden. Hier die Daten, da ist der Artikel leider falsch. Das ist eben der große Nachteil, ist, wenn ich sehr, sehr viel Daten habe, wenn ich die nicht so nutze und eben auch nicht zentral ablege in einem Unternehmen, ist es so, dass ich umso größer das Unternehmen ist, umso größer natürlich auch das Risiko,
dass da Mehrfachsuchen einfach stattfinden. Dass Abteilung A dasselbe macht wie Abteilung B und dann Schluss speichert es keiner und dann habe ich irgendwo lokal abgelegte Excel-Listen. Ich denke, das kommt einigen bestimmt bekannt vor, die dann vielleicht auch noch im Worst Case verschwinden, wenn ein Kollege in Rente geht oder in Elternzeit oder krank oder sonstiges das Unternehmen verlässt. Das sollte natürlich vermieden werden. Deswegen hier sieht man einfach mal so ein paar Zahlen, wie viel Zeit eigentlich verschwendet wird, wenn ich einfach einen Großteil der Daten einfach nicht abspeichere oder nicht weiß, wo sie abgespeichert sind und dann einfach nochmal 20% Informationsbearbeitung, nochmal dieselben Datensätze bearbeite und verwende oder versuche zu verwenden, die eigentlich schon irgendwo im Unternehmen aufgetaucht sind. Da habe ich eben diese Möglichkeit, das Ganze hier mit einem Workflow so zu organisieren, dass das eben zentral abgelegt ist, dass eben alle Kollegen auch sehen, dass ich eine Teilfunktion habe. So von unserer Seite nennt sich das Ganze hier so Material-Konsole. Der große, sag ich mal, Kontext im Ganzen ist, wie es jetzt auch bei der Integrator-Geschichte ist, unser Ziel ist es eigentlich, eine Lösung anzubieten, wo bildlich gesprochen zentral ein Lager für Materialdaten im Unternehmen. Und von da greifen dann eben alle anderen drauf zu. Das ist eben so das abschließende Thema dazu. Da wollen wir unsere Kunden eben hinbringen. Einmal hier links ist unsere Datenbank, das kann aber auch eine andere Datenbank sein. Das ist eben nur, wir bieten es immer mit dazu an. Im Normalfall haben Unternehmen mehrere Quellen für Materialdaten als nur uns. Die haben vielleicht eigene Testdaten, sie haben vielleicht eigene, ein eigenes Labor, sie haben aber auch Partnerlabore, sie haben vielleicht andere Quellen, sie haben über Jahre selber Testdaten gesammelt, sie haben vielleicht Anbieter wie uns, gibt aber natürlich auch noch andere Mitbewerber auf dem Markt, haben vielleicht auch noch andere Datenbanken, die Daten anbieten, die wir so nicht bieten. Und das Ganze möchten sie dann eben eigentlich in die interne Werkstoffdatenbank zusammenfügen. Habe dann die Möglichkeit, hier eben auch einen Approval-Prozess einzusteuern, dass ich sage, okay, ich habe ein User-Management, gewisse Inhalte sind eben nur für gewisse Teile im Unternehmen sichtbar, gewisse Werkstoffe sind als intern abgestempelt worden, das heißt, die sind nach Compliance-Richtlinien überprüft worden, die sind vom, sage ich mal, von ihrem CO2-Fußabdruck so sauber, dass wir mit denen weiterarbeiten möchten oder die sind eben für diesen Markt oder für dieses Produkt geeignet. Da sind natürlich die Einsatzgebiete sehr, sehr variabel, je nachdem, in welchem Bereich oder in welcher Industrie das Ganze natürlich auch anzusiedeln ist. Habe eben auch die Möglichkeit, über eine API das Ganze zu integrieren. Im Endeffekt sieht man einfach nochmal, wie das Ganze so zusammenspielt. Ich denke, da können wir relativ schnell drüber gehen. Das ist einfach nur nochmal zusammengefasst, der Unterschied zwischen der Horizon-Datenbank und der Integrationsgeschichte. Ich denke, in der nächsten Folie sieht man das Ganze deutlich schöner. Ja, hier denke ich einfach nur, wer ist da so der Ansprechpartner? Klar, es ist der Materialingenieur, geht es eben auch, die Leute in der Standardisierung sind oft sehr interessiert an solchen, standardisierten Datensätzen. Ich denke, da gehen wir auch relativ zügig drüber. Genau, natürlich, was spricht dann im Endeffekt, dass man uns nimmt oder einen vergleichbaren Dienstleister? Wir haben natürlich, wenn wir was können, ist es Organisations- und Materialdaten. Das ist so unser Kerngeschäft seit über 25 Jahren. Wie setzt sich eine Datenbank von der Struktur, von der Taxonomie auf, dass das eben die Funktionen Vergleichbarkeit, zum Beispiel Vergleichen von Werkstoffen, Auslese, Exportfunktionen bietet. Das ist so die, einfach mal so ein bisschen die Zusammenfassung, was da im Hintergrund steht. Genau, wir haben eben natürlich auch die Ressourcen, dass wir eben auch das Ganze so bereinigen, wenn das Ganze erstmal das erste Mal implementiert wird in diese Datenbank. Und natürlich das Ganze auch über den Support abgebildet. Genau, also einfach mal, das ist einfach die grob zusammengefasst die Verwaltung von den Werkstoffdaten, was ja eben auch wichtig ist, dass der Export sehr einfach wird, dass die Eigenschaften anpassbar sind, dass ich eben halt auch ein gewisses Vertrauen im Unternehmen schaffe für die Wahl der Materialien. Dass ich sage, okay, das hat der Werkstoffexperte geprüft, der Berechnungsingenieur schaut eben nicht mehr bei Google, wenn er ein Spannungsdehnungsdiagramm sucht oder eine gewisse magnetische Eigenschaft, sondern sagt, okay, ich habe dann Datensatz zentral abgelegt, mit dem kann ich rechnen, der ist geprüft von demjenigen, welchen der sich da auskennt. Das macht das Ganze eben halt auch deutlich leichter. Das wird einfach nochmal kurz vor Ende ein konkretes Fallbeispiel, wie ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, man hat im Normalfall in einem großen Unternehmen deutlich mehr als nur eine Quelle für Werkstoffdaten. Das könnten zum Beispiel ja auch Zertifikate für die Konformität sein, um nochmal das Thema Compliance mit reinzunehmen, eben aber vielleicht auch vom Einkauf, Preise, Verfügbarkeit auf dem Markt, Daten von Partnerlaboren, unsere Quellen, aber eben auch andere organisierte externe Daten, sei es Datenblätter vom Hersteller, wo ich halt immer auch meine Daten herbekomme. Das Ganze möchte ich aber natürlich an PLM, CRE, CAD oder ERP-Systeme anbinden, ist natürlich relativ komplex, wenn ich das Ganze aus in dem Fall 6 verschiedenen Quellen da reinpflegen muss. So, deswegen unsere Herangehensweise wäre halt hier, ich schaue in der Mitte, so dieses, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dieses zentrale Lager für die Daten, pflege da alles ein, habe da immer den aktuellen Stand, bereinige das Ganze eben auch regelmäßig und ziehe dann hier eben die Brücke in meine anderen Systeme und jeder im Unternehmen arbeitet mit denselben Daten. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr, sag ich mal, einfach möglich, das Ganze auch anzupassen an die Bedürfnisse von
ja, von speziellen Branchen, von speziellen, ja, generell Anforderungen, was ich habe, sei es eben vielleicht für die Elektronikindustrie, sei es aber auch für andere Thematiken. Das heißt, da sind wir, ist man relativ frei. Grundstruktur kommt natürlich von der Werkstoffdatenbank bei uns. Ich denke, das sieht man einfach nochmal, dass das Ganze eben mal auch vom Interface dasselbe ist wie alles andere auch. Hier habe ich die Möglichkeit, eben auch den Switch zu legen, wo ich sage, okay, ich habe interne Materialien, ich habe öffentliche Materialien. Hier habe ich auch die Möglichkeit, relativ schön einzusehen, wer sieht denn welche Daten. Ne? Also hat ein Kollege nur Zugriff auf die internen Daten oder darf er eben auch externe Daten sehen? Normalfall ist es so, dass viele eigentlich nur Zugriff auf die internen Daten haben, Schreibzugriff sowieso nur sehr, sehr wenige. Qualität von so einer Datenbank fällt natürlich und steht mit der Qualität der Daten. Wenn jetzt mal übertrieben Hinz und Kunze da reinschreibt, ist das relativ schnell ziemlich vermüllt, brauche ich das Ganze eigentlich so nicht mehr zur Verfügung stellen. Deswegen oben, wo dieser Creator-Bereich ist, dann eben nur wenige Leute, da eben auch über dieses Vier-Augen-Prinzip im Normalfall mindestens, sagt jemand, einer möchte diesen Werkstoff freigeben, einer möchte was einpflegen, zweiter schaut drüber. Idealfall natürlich ein Spezialist auf dem Gebiet oder auch für den jeweiligen Werkstoff im Idealfall, der pflegt das Ganze ein. Hier sieht man, das sind interne Daten deutlich weniger als von uns. Hier sind eben die internen Compliance-Daten, hier sind gewisse Stress-Run-Diagramms eingepflegt. Hier ist es so, dass der User in dem Fall auch keinen Zugriff auf die hat, einfach nur, um ihm nur den Zugriff zu dem zu geben, was für ihn auch tatsächlich in der Praxis interessant ist. Ja, oben eben auch dieses Ampelsystem sieht man am Start der Seite, wo eben auch Compliance auf den ersten Blick zum Beispiel sichtbar ist. Okay, das ist laut REACH-konform, das ist ROS-konform. Sieht man hier oben nochmal links. Da eben könnte man eben auch diese Compliance-Thematik relativ schön offensichtlich verbinden. Wenn ich jetzt hier umschalte, eben zeigt mir beide Materialien, bekomme ich denselben Werkstoff eben halt auch angezeigt von offiziellen Quellen, in dem Fall zum Beispiel aus dem US-amerikanischen Standard. Und könnte eben dann auf die Daten zugreifen, die wir da abgelegt haben für diesen Backbone. Da sieht man es auch hier deutlich, sind deutlich mehr Eigenschaften auf der rechten Seite abgebildet, sei es mechanische Eigenschaften, eben aber auch Daten zur Umformbarkeit, zum Beispiel Ermüdungsdaten, Kriechfestigkeiten. Man könnte eben auch Dokumente ablegen, sei es ja, Testberichte, die man selber macht, Wareneingangskontrollen, Qualitätsberichte. Also wie gesagt, da ist man sehr, sehr frei. Da eben auch immer so der Hinweis, was möchte ich alles digitalisieren und was hänge ich als Dokument an? Also gerade bei so Spannungsdehnungsdiagrammen ist ein relativ schönes Beispiel. Eine moderne Testmaschine macht da, sag ich mal, über 10.000 Punkte. Die brauche ich aber im Normalfall nicht. Also weder für zum Suchen noch zum Vergleichen noch für eine Berechnung. Das heißt, wenn ich da 500 bis 1.000 Punkte digitalisiere, diese Kurve reinbringe, reicht mir das selber. Das Originaldokument, den Testbericht hänge ich an, der ist halt dann sichtbar für den Werkstoffexperten. Der möchte vielleicht später mal drüber fahren, sagen, möchte es wirklich im Detail was auslesen, der macht es, der Wald- und Wiesen-Ingenieur, der braucht es gar nicht. Also er sagt, okay, ich brauche die Daten, ich möchte damit berechnen, ich ziehe das in meinen Ansys rein oder Siemens NX und mache damit weiter. Ich brauche das nicht. Deswegen immer so ein bisschen auch Philosophie-Sache, was möchte ich alles digital haben, was reicht mir als Dokument? Genau, das war es von meiner Seite. Ich habe es mir ist tatsächlich von der Zeit her, denke ich, bin ich noch im Rahmen, oder? Einigermaßen gewesen. Bitte, gerne, ja. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Was mich jetzt interessieren würde, wo kommen denn eigentlich die ganzen Daten her? Wenn Sie sagen, Sie erheben die nicht selber durch irgendwelche Tests und Ähnliches, werden dann einfach die Datenblätter, sage ich mal, von den Herstellern in irgendeiner Art und Weise digitalisiert und in die Datenbank überführt? Und die zweite Frage ist, für bestimmte Spezialwerkstoffe, sei es irgendwelche Klebstoffe oder Ähnliches, haben Sie dann auch da die Lieferanten hinterlegt? Weil das ist ja dann nichts Marktgängiges, was nach irgendeiner DIN kommt. Und dann halt auch die entsprechenden, wie soll ich sagen, Abkündigungsfolgungen dazu. Weil irgendwas Neues auf den Markt kommt, was in eine ähnliche Branche oder in eine ähnliche Anwendung reingeht und dann fliegen bestimmte, lassen wir es jetzt mal bei Klebstoffen sein, im Prinzip vom Markt, sodass das halt irgendwie mitgeträgt wird. Dass ich halt vielleicht auch einen gewissen Forecast habe, wenn ich in die Datenbank reingucke, wie lange ist denn dieser spezielle Werkstoff noch am Markt erhältlich? Also zu der ersten Frage ist es so, dass wir natürlich diverse Datenquellen haben. Also gerade bei metallischen Werkstoffen ist es so, dass sehr, sehr viel Daten aus dem Standard stammen, also wo wir einfach die Standards auslesen. Jetzt halt nicht mehr so, oder? Immer noch. Passt. Genau, dass wir zum Beispiel aus den Standards die Daten einpflegen, heißt die chemische Zusammensetzung ist bei den metallischen Werkstoffen im größten Teil der Werkstoffe standardisiert, genauso wie viele mechanische Eigenschaften und physikalische Eigenschaften. Da beziehen wir natürlich einen großen Teil der Daten aus den Standards, aus den verschiedenen internationalen Standards, aber eben auch, wie Sie es ja schon auch angemerkt haben, viel kommt auch aus Herstellerdatenblättern. Sei es Daten, die für gewisse Zustände sind, die der Standard so nicht mehr abdeckt, oder eben auch
für Hersteller eigene Werkstoffe. Es gibt ja auch Sonderlegierungen, die zum Beispiel, sei es Thyssen oder sonst wer, so produzieren. Da arbeiten wir natürlich mit den Herstellerdatenblättern, genauso bei nichtmetallischen Werkstoffen. Da ist ja auch so, dass die Standardisierungsrate deutlich geringer ist als bei metallischen Werkstoffen. Da müssen wir natürlich auch auf Herstellerangaben zugreifen. Und bei den erweiterten Datensätzen, sei es Spannungs-Sinus-Diagramme, da ist ja so, dass der Standard relativ wenig liefert, auch der Hersteller im Normalfall leider nicht mehr sehr, sehr viel liefert. Da zapfen wir ganz verschiedene Quellen an. Also wie gesagt, sei es Klassiker zum Beispiel, ist immer noch der Fließkurvenatlas, wo natürlich sehr, sehr viele solche Daten abgebildet werden. Alle Datensätze, die wir abbilden, alle Informationen sind aber immer mit der Referenz auch versehen. Das heißt, die sehen immer natürlich auf den ersten Blick, wo stammt dieser Datensatz her. Ich denke, das ist natürlich erstens für wissenschaftliches Arbeiten eine Grundvoraussetzung. Zweitens aber auch für Vertrauensbildung, denke ich, eine wichtige Geschichte. Zu der zweiten Frage bezüglich Klebstoffe, Kühlmittel, Sondergüten bilden wir auch ab in diesem Data-Plus-Modell. Lieferanten werden stellenweise auch mit abgebildet, ist aber, sage ich mal, eher so eine Seitenfunktion der Werkstoffdatenbank. Es liegt einfach daran, dass das Ganze sehr, sehr dynamisch auch ist, wenn wir eine riesige Nummer an Werkstoffen und Materialien abbilden. Genauso wie Richtpreise, sowas bieten wir zwar an, ist aber sehr, sehr, sage ich mal, oberflächlich nur angegangen. Das ist einfach zu dynamisch, dass wir sagen können, okay, wer bietet welchen Werkstoff in welchem Zustand, zu welchem Preis, an welchem Tag an. Das ist einfach vielleicht in Zeiten von KI, wie gesagt, wir haben auch ein KI-Tool, wo wir eben Werkstoffeigenschaften voraussagen. Vielleicht können wir da mal ein bisschen nachholen in dem Bereich jetzt. Aber im Moment ist das noch so eine Seitenfunktionalität. Preise wären mir jetzt gar nicht unbedingt so wichtig, sondern eher das Thema mit so Abkündigungen oder irgendwie solche Forecasts. Wir haben ja für die Elektronik verschiedene Anbieter von Datenbanken, die halt sagen, okay, auf dem Markt kriegst du das Teil noch 5 Jahre, 6 Jahre, keine Ahnung was, ja, oder in 2 Jahren musst du schon damit rechnen, dass es abgekündigt wird. Gibt sowas, sag mal, für solche Werkstoffe irgendwie auch? Im Normalfall nicht. Also wir bieten eben halt, was noch drin ist, was vielleicht als erstes oder am ehesten noch in diese Richtung geht, ist die Geschichte, dass wir eben auch anbieten, in welchem Standard, in welcher Norm ist dieser Werkstoff gelistet und ist diese Norm noch aktuell oder wurde die Norm zum Beispiel der Standard zurückgezogen oder ersetzt durch. Also Richtung Standards bieten wir das Ganze an, rein auf der Ebene von Klebstoff oder Werkstoffen, so im Normalfall nicht wirklich. Eins, zwei, achso, ich bin offen. Matthias, nimm das Rote. Herr Trost, recht herzlichen Dank. Ich habe jetzt noch eine weitere Frage, und zwar das ganze Thema mit den per- und polychlorierten Alkylsubstanzen, die sogenannten PFAS, ist ein Thema, was auf uns zukommt, und einige Hersteller haben schon gesagt, wir führen im Jahre 2026 keine Produkte mit diesen Inhaltsstoffen in den Markt ein. Wie gehen Sie damit um? Also wir haben sie auch gelistet, auf der Ebene der Substanzen haben wir sie natürlich alle gelistet, können sich denken, natürlich auch sehr, sehr viele Anfragen bezüglich dieser Thematik ist, denke ich, ein Thema, das auch vielen Leuten unter den Nägeln brennt. Es ist so, dass wir in dem Fall, wenn man zum Beispiel eine PFAS-Liste sich anzeigen lässt in der Datenbank, kann ich mir anzeigen lassen, in welchen Materialien im aktuellen Stand diese enthalten sind. Also da bieten wir das Ganze ab. Im Moment versuchen wir irgendwie die Brücke zu schlagen, dass man eben auch andersrum filtern kann. Dass wir sagen können, okay, zeig mir doch mal alle Materialien mit einem Vorfilter, in denen PFAS enthalten sind. Das ist aber so im Moment noch nicht ganz möglich. Ich denke aber, dass wir da auch nicht drum rumkommen, weil das ja ein Thema ist, wie Sie es ja auch gesagt haben, bis 2026, das doch relativ arbeitsintensiv auch ist und wie gesagt, wir auch sehr viele Rückfragen dazu bekommen. Das heißt, ein Teil ist schon möglich, eben in der Datenbank so abzubilden, und ich denke, dass das auch noch intensiver betrachtet wird in der nächsten Zeit. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Kuris. Guten Tag, Herr Trost. Sie haben ja gesagt, Sie haben viele Daten aus diesen Standards heraus. Und wie machen Sie es da mit den Compliance-Deklarationen? Zum Beispiel ein CMMT-Dokument vom Hersteller könnten Sie bei sowas ja nicht haben. Können Sie eigentlich nur, wenn in der Norm steht, das ist großkonform, okay, das können Sie übernehmen, oder ist nur Stahl, dann wissen Sie es wahrscheinlich auch, aber bei Verbundmaterialien oder so, die durch die Norm definiert werden, fehlt ja relativ viel, was man für Compliance-Erklärungen braucht. Also bei den metallischen Werkstoffen ist es tatsächlich deutlich leichter, oder da tun wir uns deutlich einfacher, weil wir da im Normalfall die chemische Zusammensetzung haben und dann eben im Normalfall ja bei Rose Reach, bei den meisten Regularien, die chemische Zusammensetzung den ausschlaggebenden Punkt gibt und dann eben einfach ein Filter drüber läuft und der sagt, na okay, da ist jetzt Blei drin, über 0,1%
gibt ein rotes Licht, das mal ganz, ganz banal dargestellt, ne? Bei Kunststoffen ist es so, dass wir tatsächlich dann auch auf die Zertifikate von den Herstellern angewiesen sind, dass wir sagen, okay, sag mir doch bitte zu Polyamid 66XY, heißt bei Bayer so, heißt bei BASF so, brauche ich entweder vom Bayer oder vom BASF, nur um zwei große zu nennen, einfach die Konformitätserklärung sagen und dann verlinken wir das im Endeffekt in der Datenbank und dann zeigt es eben grünes Licht an. Bei Verbundwerkstoffen, wo wir nicht dazu haben, ist es so, wir haben tatsächlich dann auch nicht für alle Werkstoffe die Konformitätsbewertung. Also das sind Dinge, wo wir natürlich versuchen, irgendwie nachzusteuern. Wenn wir es aber nicht von Herstellern bekommen, sind wir, also zu 100% haben wir es natürlich nicht. Ne? Okay, gibt es noch weitere Fragen? Also ich hatte noch eine, ich habe mir eigentlich relativ viele Fragen aufgeschrieben, die wurden aber während dem Vortrag eigentlich größtenteils alle beantwortet. Was mich noch interessieren würde, wie viele Personen sind denn damit beschäftigt bei Ihnen? Meinen Sie insgesamt mit der Entwicklung der Datenbank oder generell nur mit dem Compliance-Thema? Generell, also beide Zahlen vielleicht. Also in der Entwicklung haben wir im Moment circa 70 Leute für die Werkstoffdatenbank. Das Compliance-Team ist, wie Sie sich vorstellen können, stark wachsen. Im Moment sind es circa 10 Leute, die rein mit den Vorschriften arbeiten. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, wir sind schon 5 Minuten über die Zeit, aber ich glaube, das war es wert. Das war ein sehr interessanter Vortrag. Vielen Dank, Herr Trost. Gerne, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Entschuldigung, dass ich die Kaffeepause verkürzt habe. Nein, alles gut, alles gut. Ich habe schon signalisiert gekriegt, dass es den Leuten sehr wichtig war.